Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Reaktion auf einen Agenten-Kurzfilm, Actionfilm von Josef Ebner aus dem Jahr 2021. Und wir starten direkt los. Ich wurde gefragt, ob ich darauf reagieren kann. Jetzt schauen wir mal, was mir so auffällt. Okay, erstmal ein kleines Intro. Von der Erde zum Mond. Mit dem Logo noch drin. Wie er den Mond fotografiert. Da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Könnt ihr euch gerne mal da oben angucken. Mit einem kleinen Tipp dabei. Und dann Fade in Schwarz. Kamera von oben. Ins Geschehen eingetaucht. Agent S, ich bin drin. Glaube ich. Sehr gut. Warten Sie, ich mache einen Abgleich. Harry, Sie können jetzt auf seinen Computer hinzugreifen. Okay, hier mit dem Audio. Sie haben, wenn man ihn sieht und er redet, klingt ganz normal. Wenn man aber die andere Person dann reden hört, klingt das Telefongespräch. Und immer auf diese Details geachtet, dass man eben dann auch dieses Audio umschaltet, weil es ja gerade nicht die Person ist, die da spricht. Dann kann man es auch als Zuschauer viel besser nachverfolgen. Agent S, ich bin drin. Glaube ich. Sehr gut. Warten Sie, ich mache einen Abgleich. Harry, Sie können jetzt auf seinen Computer hinzugreifen. Alles klar. Okay. Geben Sie jetzt die Begriffe ein, die ich Ihnen auf Ihr Handy geschickt habe. Ich glaube, es ist ein Foto, welches sie animiert haben, also ein bisschen reingezoomt haben und hier ist sogar dieser Cursor, der blinkt. Das heißt, das haben sie auch noch animiert, weil der blinkt ja bei einem Foto nicht. Hier auch cool. Ich glaube, es haben sie als Bildschirmaufnahme gemacht, dann die Fenster geschlossen, dann einfach jetzt abgespielt und jetzt sieht es so aus, als würde es jemand Fremdes gerade schließen. Also sehr cool, aber sehr einfach zu machen, aber trotzdem ein cooler Effekt. Sowas finde ich eh cool, wenn man einfach mal sich Sachen überlegt, was könnte cool aussehen und dann es einfach umsetzen. Und hier so ein Effekt, der ist ja nicht aufwendig zu machen, aber hat trotzdem eine coole Wirkung. Agent S, ich glaube, er hat es rausgefunden. Wie das? Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Warten Sie einen Moment. Der Böse kommt aus dem Haus gerannt und die Musik wird spannender. Die Musik ist sowieso von ihm selbst geschrieben, für jede Situation extra angepasst. Und hier finde ich richtig cool, die Spannung steigt, man merkt es richtig. Und hier die Kamera schwenkt auf ihn, dann runter aufs Auto. Dann ändert sich's, die Perspektive wird von ihm gezeigt, wie er die Tür aufmacht. Und Auto ist weg. Stefan! Er haut ab! Dieser Shot gerade, wie die Kamera an ihn ranfährt, und man sieht die Augen, wie sie noch das Auto verfolgen, so wie sie hin und her springen, sehr, sehr cool und verdeutlicht einfach die Spannung, die gerade in der Situation herrscht. Also sehr, sehr cooler Effekt hier. Hinterher! Ich hab Drift hingelegt. Okay. Hier auch wieder Details gefilmt, wie der Schlüssel umgedreht wird, dass der Zuschauer auch das Ganze versteht, um was es gerade geht. Kamera schwenkt nach unten, Licht geht an. Hier auch cool, die Kamera schwenkt nach oben. In der Videobeschreibung steht noch alles drin, was er benutzt hat und so weiter, auch die ganzen Equipment-Sachen. Und da steht auch, sie haben einen Kamerakran verwendet. Und den sieht man jetzt hier, weil wenn sie einen Kamerakran haben, können sie die Kamera nach oben schwenken lassen, von unten. Und dieser Effekt ist sehr, sehr cool. Fast wie eine Drohne schon. Ich glaube, es wackelt ein ganz klein bisschen, aber durch Vibration. Aber trotzdem sehr, sehr cooler Effekt. Und die Verfolgungsjagd geht los. Scheiße. Agent S, er fährt jetzt in die Stadt hinein. Jetzt wird es spannend. Und zwar, er macht auch gerne so Animationen.
Und das ist ja keine echte Stadt, sondern eine animierte Welt. Und jetzt hat er hier seine zwei Hauptcharaktere hineinversetzt, die Autos und so. Und jetzt hier können sie eben die Kameraperspektive anpassen. H&S, wir sind jetzt hier von oben über an die Kirche vorbeigeflogen, fast so wie eine Drohne schon. Also sehr, sehr cool, einfach sowas zu machen mit Animationen, weil in echt wäre es ja viel aufwendiger, sowas zu drehen. Und man hört auch immer Umgebungsgeräusche, wie die Autos fahren, ein paar Kinder, die rumrufen. Und einfach jetzt soll die Stadt natürlich hier simulieren. Sehr cool. Verstanden. Und sie haben auch immer die Kinobalken hier drin, ne? Oben und unten einen schwarzen Balken, also kein normales 16:9 Format, sondern das Bild ist einfach oben und unten ein bisschen abgeschnitten. Einfach ein bisschen cinematischer und filmischer. Ein cooler Effekt. Verfolgen Sie ihn weiter. Ich suche noch weitere Verstärkung. Jawohl. Dieser Musik, also dieses Thema, wird immer wieder wiederholt, fast so wie ein Ohrwurm, aber ein sehr cooler Part. Es ist ein sehr spannender Part in der Musik und unterstützt einfach die Handlung und man wird hier immer in diesen Film richtig reingezogen. Harry, Sie müssen Cedric Jaub aus der Stadt hinauslocken. Eine Konfrontation hier würde Kollateralschäden entstehen lassen. Alles klar. Sie müssen ihn Richtung Norden lenken, freuen Sie. Und immer wieder sehr abwechslungsreich auch. Hier wieder eine andere Perspektive mit den Animationen hier von den Autos, also wo sie gerade sind. Es könnte die Perspektive sein, die gerade der Agent im Büro sieht, von den Autos. Also sehr abwechslungsreich, definitiv. Zwei Ausfahrten. Scheiße, das war knapp. Und hier auch, das Auto fährt links an dem Kopfhörer vorbei. Man hört es auch auf der linken Seite vom Kopfhörer, also auf sowas auch geachtet. Sie müssen ihn jetzt herauslocken. Finden Sie eine Lösung. Noch hier bei ihm, im Hintergrund. Scheiße, das war knapp. Harry, Sie müssen ihn jetzt herauslocken. Finden Sie eine... Sieht man eine Pistole. Das ist natürlich sehr cool gemacht, weil ich im Hintergrund eine Gitarre, weil ich ja Gitarre spiele. Das heißt, als Zuschauer verbindet man gleich da ein bisschen Musik dahinter. Und hier, wenn da natürlich eine Pistole im Hintergrund ist, ist man glaube ich gleich in der Handlung drin und denkt, ja, da geht es um Agenten, um Action und so weiter. Also sehr cool, das auch so zu machen. Lösung. Eine Ausfahrt. Das ist eine Hier, dieses Rauszoomen aus dem Auto. Sie eine Lösung. Eine Ausfahrt. Das ist eine Die Kamera fährt hinten aus dem Auto raus. Und auch hier sieht man noch den Arm von so einem Hemd. Und er trägt ja auch einen echten Hemd. Also auch auf sowas geachtet. Und dann hier natürlich diese Kamerafahrt, sehr, sehr cool. Stelle! Los, fahren Sie über die Ampel! Was? Oh. Dieser Drift natürlich auch sehr cool gemacht. Man hört, wie Reifen quietschen, man sieht die Abriebspuren auf dem Boden, man sieht ein bisschen Abrieb, so ein bisschen Staub von den Rädern. Und die regen sich auf, hier auf dem linken Kopfhörer, dass er da so durchrast. Okay, hier. Hier spumst er ja an diesen LKW. Der hat ja einen blauen Container oben drauf. Und hier sieht man den Container auch, den blauen. Und ich glaube, sie haben das hinten dran gesetzt. Weil an den Fingern sieht man so ein bisschen weiße Ränder. Aber sehr, sehr cool, weil es einfach dadurch viel realistischer wirkt, wenn es auch in der echten Welt so aussieht wie in der animierten Welt. Wir sind aus der Stadt. Können wir den Motor von außen stoppen, Agent S? Nein, das ist zu gefährlich. Musik ist sehr spannend. Ein bisschen Panik in der Musik drin. So wie ein ganzes Orchester die Musik. Wir fahren jetzt auf einem Feldweg. Die Wolken sind auch sehr dramatisch. Stefan, es kommt Rauch aus seinem Motor. Verdammt. Okay, auch hier cool gemacht, dass man dieser Rauch sogar hier in der Scheibe sieht. Stefan, es kommt Rauch aus seinem Motor. Verdammt. Zieht so ein bisschen Rauch an der Scheibe vorbei, also sehr cool auch auf so Details zu achten.
Und hier verschiedene Perspektiven. Einmal die Perspektive von ihm hier unten. Und dann die von hinten dran. Sieht man auch, wie er aufs Armaturenbrett haut. Also auch jeweils mit zwei Perspektiven gefilmt. Also zweimal. Er bleibt stehen. Warten Sie. Stefan, er schießt auf mich. Ah, jetzt geht's hier ab. Ins Auto hat sogar wirklich einen Schaden. Hier. Da ist er vorne dem LKW hängen geblieben. Jetzt hat's wirklich so Macken, also auch sehr, sehr cool. Hier, wie es auf dem Boden einschlägt, die Projektile dann so ein bisschen, ja, Aufwirbelei von dem Boden. Es hört sich auch anders an, wenn die Patronen auf dem Boden einschlagen oder auf dem Motor. Und hier, ich glaube, es waren wirklich 6 Schuss. Also auch auf die Realität geachtet, weil in so einem Revolver sind ja auch normalerweise 6 Schuss drin. Und sehr coole Animation auf jeden Fall hier. Stefan, er schießt auf mich. Dann ist es leer, muss er abhauen, klar. Warten Sie, Sie können von nicht tödlichen Waffen Einsatz Gebrauch machen. Verstanden. Jetzt raucht es noch so ein bisschen aus dem Motor raus, sehr cool. Okay. Auch machen. Verstanden. Also hier, man sieht so ein bisschen den Rückschlag von der Waffe, dann achtet hier die Waffe hinten, weil keine Munition mehr drin ist. Und dann sieht man sogar so, wie dieses Projektil wegfliegt, dann noch so ein paar Splitter, dann noch so ein bisschen Rauch von der Explosion, wo man sieht, also sehr, sehr cool geachtet hier. Hier auch sehr, sehr gut Schau gespielt, so wie er umfällt und dann dieser Schrei, sehr cool. Kommt sogar noch immer noch ein bisschen Rauch aus der Pistole raus. Sehr gut. Bringen Sie ihn zum Haupt. Die Kamera ist gerade nach oben geschwungen. Dann die Musik wird ein bisschen entspannter wieder. Jetzt haben sie es ja geschafft. Für dieser Musikpart. Haha, auf sowas stehe ich ja wirklich, wenn man in den Himmel schwenkt und dann wieder in eine andere Welt eintaucht. Sehr, sehr cool. Ich habe die Wolken übernommen. Jetzt sind wir in der animierten Welt hier. Sehr coole Gebäude auf jeden Fall. Man hat wieder Umgebungsgeräusche, man hört die Autos hupen. Sehr cool gemacht. Es hat sicherlich viel Zeit gekostet, sowas zu machen hier. Das Hauptquartier. Habe es ja direkt auch dabei. Ja. Und Sie müssen die Motorhaube auswechseln. Wir sehen uns beim Hintereingang. Fuck. Scheiße. Die Musik wird sehr entspannt hier. Sehr, sehr langsam und weich. Scheiße. Ich bin ruhig. Fuck. Hier noch so ein Sonnenstern von der Reflexion. Hier keine Musik zu hören. Ah, da sind sie ja. HNS, konnten Sie die Daten aus Cedric aufs Computer bereits auswerten? Ja, Harry. Das ist viel schlimmer, als wir gedacht haben. Wieso? Ist er mit dem Bau der Bombe fertig geworden? Wahrscheinlich. Wir konnten diese Dokumente aus seinem Computer entnehmen. Es ist eine Bombe. Er hat sie irgendwo versteckt. Mit einem Zeitzünder. Sie könnte also jeden Moment hochkommen. Wir müssen sie unbedingt finden. Also hier habe ich mal zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive von den beiden, dann die Perspektive von hier oben auf die Dokumente, dass auch der Zuschauer eben alles mitverfolgen kann. Könnte das für uns alle übel enden. Jetzt wird noch ein bisschen Spannung aufgebaut hier. Die Kamera fährt an die beiden ran. Und das war's. Nochmal der Schriftzug. Sogar die Spiegelung vom Hauptquartier nochmal drin, sehr cool. Ein Blitz auf den Schlag und dann. Schuh.
Der Abspann. Haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten wirklich tolle Effekte dabei. Vor allem hier diese ganze Animation. Haben sie wirklich nochmal aufgewertet. Dann die Musik hat die Handlung unterstützt, was der Sinn von der Musik ist. War sehr, sehr cool. Dann Umgebungsgeräusche immer drauf geachtet. Dann Details gefilmt. Bildschirm füllend. Verschiedene Blickwinkel. Also schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Da macht er eben Videos zu den ganzen Animationen, wie er die gemacht hat und so weiter. Kann man sicherlich was lernen. Und macht gerne auch mal eigenes Projekt. Lernt man sicherlich auch was dabei. Ist super viel Spaß. Nehmt ein paar Freunde dazu. Dann habt ihr wirklich auch mal ein tolles Projekt, wo ihr einfach mal in der Freizeit mal umsetzen könnt. Das ist wirklich cool. Und einfach auch zu machen. Einfach ein bisschen mit Planung. Und dann wird es schon sehr, sehr lustig. Okay. Hier steht noch Fortsetzung folgt. Also ich bin gespannt, was da noch auf uns noch zukommt. So. Cool. Immer ein offenes Ende machen. Da kann man schon mal sich dann freuen auf ein nächstes Projekt. Das ist sehr cool gemacht. Also, macht's gut und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!